Ich zeige mein Gesicht hier für die Meinungsfreiheit, weil eine Einschränkung von der freien Meinungsäußerung in der Geschichte eigentlich immer zu totalitären Systemen geführt hat. Ich schweige für die Meinungsfreiheit, weil eine Zensur der Meinungsäußerung in der Geschichte immer der Beginn von totalitären Systemen eingeläutet hat. Ich schweige für die Meinungsfreiheit. 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 Grüße aus der Metro in Moskau. Free Assange, free speech. Free No Visa TV. Die Meinungsfreiheit ist in echter Gefahr. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Es sind wir Menschen doch hienieden nicht alle gleich. Wir sind verschieden. Und wenn ein Mensch eine Meinung hat, so macht man ihn doch nicht gleich platt. Selbst wenn die Meinung nicht konform und passt so recht in keine Norm. Auch wenn sie vielen nicht gefällt, wenn man sie in ein Netzwerk stellt. So darf der Mensch mit gutem Recht doch sagen, das, was gut, was schlecht nach seiner Meinung nun mal ist. Und dies gesetzlich festgeschrieben ist. Das Löschen und auch die Zensur, das führt zur Unterdrückung nur. Drum bin ich hier voll mit dabei. Die Meinung ist und bleibe frei. Ich schweige für die Meinungsfreiheit, weil eine Zensur der freien Meinungsäußerung in der Geschichte immer den Beginn von totalitären Systemen eingeläutet hat. Ich schweige für die Meinungsfreiheit, denn die Zensur der freien Meinungsäußerung hat in der Geschichte immer den Beginn von totalitären Systemen eingeläutet. Mein Name ist Andy Eggert, der Demosanitäter. Ich schweige für die freie Meinungsäußerung, denn eine Zensur der freien Meinung ist immer der Beginn eines totalitären Systems. Ich schweige für die Meinungsfreiheit, weil eine Zensur der freien Meinungsäußerung in der Geschichte immer den Beginn von totalitären Systemen eingeläutet hat. Für die Meinungsfreiheit, weil eine Zensur der freien Meinungsäußerung in der Geschichte immer den Beginn von totalitären Systemen eingeleitet hat. Ich zeige mein Gesicht für die Meinungsfreiheit, weil eine Zensur der freien Meinungsäußerung in der Geschichte immer den Beginn von totalitären Systemen eingeläutet hat. Auch ich als einfacher Mensch möchte für die Meinungsfreiheit einstehen und auch dich mobilisieren. Lade auch du ein Video hoch mit deinem kurzen Schweigen und sage: Ich schweige für die Meinungsfreiheit, weil eine Zensur der freien Meinungsäußerung in der Geschichte immer den Beginn von totalitären Systemen eingeläutet hat.
Ich schweige für die Meinungsfreiheit, weil die Zensur von Meinungsäußerungen in der Geschichte immer den Beginn totalitärer Systeme eingeläutet hat. Ich schweige für die Meinungsfreiheit, weil eine Zensur der freien Meinungsäußerung in der Geschichte immer den Beginn von totalitären Systemen eingeläutet hat. Auch ich als einfacher Mensch möchte für die Meinungsfreiheit einstehen und auch dich mobilisieren. Lade auch du dein Video privat hoch mit deinem kurzen Schweigen und sage: Ich schweige für die Meinungsfreiheit, weil eine Zensur der freien Meinungsäußerung in der Geschichte immer den Beginn von totalitären Systemen eingeläutet hat. Ich schweige für die Meinungsfreiheit. 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 Das totalitäre System, was man versucht, durch die Meinungs- und Äußerungsdiktatur aufzubauen, sollte dem einen wesentlichen Ziel dienen. Und zwar, dass es auf gar keinen Fall ein deutsch-russisches Bündnis gibt. Denn in dem Augenblick, wenn die Deutschen und die Russen sich in die Gerüse vereinen, wäre das auch die Freiheit für uns aus der Sklaverei hier in Deutschland. Doch vor allem wäre die Gerüse die Lösung für die ganze Menschheit. Denn die Deutschen und die Russen würden den Menschen einen neuen, harmonischen und natürlichen Weg der Entwicklung aufzeigen. Ich schweige für die Meinungsfreiheit, weil eine Zensur der freien Meinungsäußerung in der Geschichte immer den Beginn von totalitären Systemen eingeläutet hat. Wir schweigen für die Meinungsfreiheit. Ich schweige für die Meinungsfreiheit. Ich schweige für die Meinungsfreiheit. Ich schweige für die Meinungsfreiheit. Ich zeige mein Gesicht für die Meinungsfreiheit. Ich zeige mein Gesicht für die Meinungsfreiheit. Ich schweige für die Meinungsfreiheit, weil eine Zensur der freien Meinungsäußerung in der Geschichte immer den Beginn von totalitären Systemen eingeläutet hat. Ich schweige für die Meinungsfreiheit, weil eine Zensur der freien Meinungsäußerung in der Geschichte immer den Beginn von totalitären Systemen eingeläutet hat. Ich schweige für die Meinungsfreiheit, weil eine Zensur der freien Meinungsäußerung in der Geschichte immer wieder den Beginn von totalitären Systemen eingeläutet hat. Ich schweige für die Meinungsfreiheit, weil eine Zensur der freien Meinungsäußerung in der Geschichte immer den Beginn von totalitären Systemen eingeläutet hat. Ich zeige mein Gesicht für die Meinungsfreiheit, weil eine Zensur der freien Meinungsäußerung in der Geschichte immer den Beginn von totalitären Systemen eingeläutet hat. Ich schweige für die Meinungsfreiheit, weil eine Zensur der freien Meinungsäußerung in der Geschichte immer der Beginn von totalitären Systemen eingeläutet hat. Ich schweige für die Meinungsfreiheit, da die Zensur der freien Meinungsäußerung immer den Beginn von totalitären Systemen eingeläutet hat. Ich schweige für die Meinungsfreiheit. Ich schweige für die Meinungsfreiheit. Ich schweige für die Meinungsfreiheit. Ich glaube, ich habe noch nie 60 Sekunden lang geschwiegen. Das werde ich auch heute nicht machen. Ich schweige für die Meinungsfreiheit, weil die Zensur der freien Meinungsäußerung in der Geschichte immer den Beginn von einem totalitären System eingeläutet hat. Ich schweige für die Meinungsfreiheit. Weil eine Zensur der freien Meinungsäußerung in der Geschichte immer den Beginn von totalitären Systemen eingeläutet hat. Musik
zeige mein Gesicht für die Meinungsfreiheit. Ich schweige 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 für die Meinungsfreiheit. Und auch wenn Moviso jetzt vorerst wieder freigeschalten wurde bei YouTube, sollte uns dies allen eine Warnung sein. Lasst uns gemeinsam an Lösungen suchen und gemeinsam die Meinungsfreiheit verteidigen. Ich glaube, dass gerade in der heutigen Zeit liebendes Verständnis wichtiger denn je ist. Und das geschieht durch Empathie, durch geöffnete Herzen. So, und du kannst dieses Verständnis vor allem durch Kommunikation und durch Austausch entwickeln. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns weiterhin aktiv miteinander austauschen können, unsere Meinung frei äußern können und dass sie sich in keinster Weise einschränken lässt. Denn wir müssen miteinander sprechen, wir müssen das Recht haben, uns auszutauschen und aufeinander zuzugehen, um jenes Verständnis zu entwickeln. Deshalb bin ich für uneingeschränkte Meinungsfreiheit und bin der festen Überzeugung, dass wir dafür gemeinsam einstehen sollten. Und ich werde mich für das Recht auf freie Meinungsäußerung einsetzen und meine Stimme erheben. In diesem Sinne bleibt standhaft und denkt immer daran, für etwas einstehen ist eine andere Energie als gegen etwas. Ich möchte ein Zeichen setzen. Statt zu schweigen, möchte ich meine Worte in die Welt bringen, voller Klarheit, Bewusstsein und Liebe. Liebe ist die Sprache des Herzens. Wir brauchen mehr Menschen, die die Sprache des Herzens sprechen und verstehen. Dafür stehe ich ein. Für die Freiheit aller Menschen, ihre Meinung, ihre Liebe und ihr Licht zu zeigen. Thank you.